Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur weiteren Folge Askwatch Earth und hier ist der Watch wieder. Woohoo! Hey, na? So, oh, es wird gerade Nacht oder sowas. Wird es gerade echt Nacht? Oder ist es Mittag? Was ist das für eine Musik? Hör auf damit! Ja, hey, na? Ich habe eine Lösung für mein FPS-Problem so halbwegs gefunden, nämlich war meine Grafikkarte irgendwie in dem Energiesparmodus und da stand die ganze Zeit adaptiv und das musste ich auf volle Power stellen. Und seitdem ist es deutlich, deutlich besser geworden. Also ist immer noch nicht so ganz toll, wie es sein sollte wahrscheinlich, aber es ist echt viel besser geworden. Und darauf erstmal eine Party! Ja, so, jetzt kann es losgehen. Was ich euch zeigen wollte, ist nämlich, guck mal, was ich Schönes gefunden habe. Also ich habe vieles gefunden, aber ich habe ein 132er Blitzei, ein 116er Giftei und ein 120er Giftei auch irgendwo. Da, ein 120er Giftei. Und ich überlege, das Giftei zu brüten, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, weil ich habe diese Wunderbrühe hier. Kaktusbrühe ist das. Ich kann euch mal kurz. Ich weiß, ich habe das letzte Folge schon gezeigt, aber ich zeige es einfach nochmal. Die macht man im Kochtopf. Da muss eigentlich Wasser rein, aber hier muss kein Wasser rein, weil da ein Modded-Kochtopf-Dingsbums ist. Da haut man einfach Amarbeeren rein, Azulbeeren, Mejobeeren und ein bisschen Kaktussaft-Dingsbums. Haut es alles zusammen rein. Das ist also echt mega billig. Und das wirkt Wunder. Also, ich habe es ausprobiert. Das Zeug ist so gut. Das glaubt ihr gar nicht. Also, echt. So. Dann nehme ich den Spaß immer wieder raus, ich wollte es einmal zeigen, zack. Und dann nehme ich mir davon mal ein paar mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir zusammen nochmal in das Drachending und ich zeige euch mal, was die Brühe so Schönes macht und gucken, ob wir dann noch was Besseres finden. Weil wenn wir da echt noch was Besseres finden, dann wird das gebrütet. Ist ja Logo, ne? Oh ja, zack. Dann nehmen wir das noch mit. Brauchen wir noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. So, Finn steht oben. Wir haben übrigens einen Zuschauer, der heißt auch Finn, der hat schon geschrieben, cooler Name, aber der wird anders geschrieben und von daher benenne ich den, wenn ich finde, wo das ist, auch mal um. Der wird euch so geschrieben. Da machen wir also so. Er ist immer noch Finn, aber ein bisschen anders. So, dann fliegen wir mit Finn mal. Ah ja, übrigens hat der jetzt 300 Movement Speed und ist gerade so schnell wie ein 200 Movement Speed Agentavis. Naja, ein bisschen schneller, aber. Das ist echt, also die haben gar nicht so eine hohe Grundspeed. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Die sind nicht so viel schneller irgendwie. Naja, egal. Wir treffen uns da gleich bei dem neuen Drachenkäfig-Dings-Bums-Schlucht. Da sind wir an meiner absoluten Lieblingsstelle. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon gestorben bin. Das kann man gar nicht mehr abzählen. Auf jeden Fall Kaktusbrühe einmal selber trinken und einmal auch dem Tier geben. Weil sonst ist das Tier für die sichtbar. Also beide. Aber beiden das reinhauen und jetzt kann ich euch mal hier zeigen, was hier abgeht. Hoffentlich geht's jetzt nicht schief. Ich kann halt echt fast mit denen spazieren fliegen, also das ist echt. Ich bin letzt in einen reingeflogen und der hat keine Akku gezogen. So, und dann gucken wir mal, ob wir was Schönes finden. Da ist schon mal ein Nest. Ne, doch nicht, das ist ein Karnos. Ups. Ah, fast dasselbe. Hier ist ein Nest. Ein Giftei, das wäre schon mal eigentlich ganz da, ne? 64. Lassen wir liegen. Wir gucken mal weiter. Kann sein, dass ich das am Ende noch mitnehme. Das war ja ziemlich am Anfang. Weiter geht die Reise. Und wenn die Tapijaras, ist das so cool hier durchzufliegen, weil die so wendig sind, das ist so unnormal. Echt, macht richtig Spaß. Eigentlich hasse ich es hier durchzufliegen. Aber das macht echt richtig Spaß. Vor allem guckt euch das an, ich kann ja einfach mit durchfliegen, das ist einfach scheißegal. Interessiert keine Sau. Also, da oben wäre ich wahrscheinlich. Ah, da ist ein Nest. Ah, wieder ein Giftei. Nein, nicht an die Wand hängen. Was machst du für komische Geräusche? Als ob der sich wieder an die Wand hängt. Warum? Setz dich einfach hin. Hier ist ein Boden. Ab und zu kann man auch so nachgucken, was das für ein Ei ist.
Wenn man sich da so drüber stellt, dann zeigt er ab und zu das Level an. Aber anscheinend will er nicht. Level 12. So ein Scheiß. Weiter geht's. Na, meine Brudis. Alter, hier ist auch was los. Aber, also so ist halt Eier holen echt sowas von einfach. Das ist nicht normal. Also, vor allem, wie schwer ich mich vorher getan habe, immer hier reinzufliegen. Und jetzt kann ich hier einfach so durchfliegen. Das ist echt eine Riesenerleichterung. Man muss halt nur auf die Timer achten, ne? Nicht, dass halt der Timer abläuft. Und ihr seid hier immer noch drin, weil dann werdet ihr wahrscheinlich ordentlich gebrutzelt. Ah, da ist noch ein Nest. Oh, Feuerei, das wäre jetzt richtig Bombe. Komm schon. 148! Alter, nicht an die Wand hängen! Wir haben ein Ei zum Klauen. Jetzt muss ich mich nur irgendwie vernünftig hinstellen. So. Und was ich jetzt neu erfahren habe, ist, die Eier, die liegen hier 2,5 Tage. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, liegen die Eier hier immer noch, aber da steht verdirbt in 0. Also wenn ihr zum Beispiel 2 Tage das Ei nicht eingesackt habt, ist das verdorben. Aber das ist da immer noch. Und wenn ihr das dann einsammelt, habt ihr das nicht im Inventar. Nur mal so kurz für die Leute, die auch das hatten, dass sie halt Eier eingesammelt haben und die nicht im Inventar hatten. Die lagen da mehr als 2 Tage, sind verdorben, die spawnen aber nicht. Und wenn ihr die einsammelt, sind die weg. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir möglichst schnell rauskommen. Flieg, Finn, flieg! Okay. Alles easy. 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 Alles easy. Die ersten sind da hinten schon abgewichen auf dem Morello-Tops. So, dann wollen wir die mal schnell loswerden. Lass mich in Ruhe. Ah, guck mal, wie gechillt ich da einfach drauf sitze. Ich genieße richtig mein Leben. Hab nur ein paar Drachen hinter mir. So, lass sie jetzt auch ab. Ich will eigentlich noch weiter gucken. Aber eigentlich habe ich auch ein bisschen Angst, das Ei zu verlieren. Ich würde fast sagen, ich könnte schon wieder ein bisschen umdrehen in die Richtung. Die werden wohl auf dem Weg dahin ablassen. Oder? Weil ich folge die einem nicht so mega weit. Lass sie mich bitte in Ruhe, ich will Eier klauen. Hallo. Ja, ihr beide. Danke. Du noch. Danke. So. Weiter geht die Reise. Finn ist echt ein guter Begleiter hier drin, muss ich ehrlich sagen. So. 300 Sekunden habe ich noch. Ah, guck mal, warte, ich fliege jetzt mal. Ich bin direkt über ihm geflogen. Der hat keine Akku. Das ist so OP. Ich glaube auch, dass es doch geändert wird. Und ich sehe hier gerade echt wenig, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist irgendwie ein bisschen stark, dass man hier so durchfliegen kann, wie man will. Habe ich da. Ist das das? Nee, ist ein Blitzei. So, Finn. 116 Blitz, das kann ich auch nicht liegen lassen. Ah, du willst, dass ich das liegen lasse, nicht wahr? Ich weiß nicht, soll ich mich. Oh. Soll ich mich trauen? Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Wir brauchen nicht gleich kuscheln, ey. Gehst du ein bisschen weg? Du auch? Danke. Oh Mann! Geh doch weg, ich will dein Ei einsacken. Ist der sauer? Der sah sauer aus. Der ist nicht sauer. Gehst du bitte weg, welches Level bist du? 8. Du machst mir keine Angst. Doch schon ein bisschen. Kann ich bitte einfach das Ei klauen? Bitte. Er fliegt da dumm gegen die Wand. Eigentlich gefällt mir das. Ich mach's einfach. YOLO! Oh, YOLO! Aua! Nein! Nein! Aua! Nicht machen! Böse!
Oh. Puh. 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 Finn, alles gut, Brudi. Puh. Das war ja chillig. Fast. Alter. Puh, da hab ich mich richtig erschrocken. Vielleicht waren die doch ein bisschen da dran. Zum Glück habe ich ein bisschen Leben geskillt, ey. Und ich würde sagen, ich fliege jetzt so nach Hause. Was eine Ausbeute, ey. Ich freue mich richtig. Alter. Geil. Oh, da fliegen auch noch welche. Zum Glück ist die... Oh, meine Topa ist auch ziemlich hochgegangen. Aber ich würde sagen, wir treffen uns zu Hause und ich glaube, dann brüten wir das gute Giftei und das gute Feuerei. Weil ich hätte so gerne einen schwarzen Feuerdrachen. Das wäre das krasseste überhaupt. Wenn der jetzt High Level ist und jetzt noch ein schwarzer wird. Oh Gott. Das wäre einfach super. Dann würde ich sagen, treffen wir uns gleich zu Hause. Da sind wir wieder angekommen. Und hier sind die Eier drin. Und ich würde sagen, ich lege das Feuerei hin. Und ich möchte gerne einen Giftdrachen haben. Ich habe noch keinen Giftdrachen. Ich habe halt noch den 132. Ich will gerne einen Giftdrachen haben. Komm. Zack, zack. Brütet, brütet. Super. Das läuft ja schon mal. Und ich habe hier noch ein bisschen Milch, weil ich war immer zwischendurch beim Milch holen. Und die stacken jetzt bei mir 10-fach, weil der Mod geupdatet wurde, dieser Stack-Mod. Das heißt, dass die echt relativ lange halten, weil eine hält halt 18 Stunden. Und deshalb habe ich halt noch relativ viel Milch. Das dürfte nicht das Problem sein. Sonst gehe ich gleich nochmal was holen. Oh, das geht ja echt fix. Ich hatte eigentlich vor, in der Zeit Mantis tame zu gehen. Ich weiß nicht genau, ob ich das schaffe. Ich wollte nicht gerne mal versuchen mit dieser Kaktusbrühe, ob ich damit Mantis tame kann. Weil wenn das auch geht, dann kann man viel früher Mantis tame. Also dann braucht man halt keine Gartenanlage oder sowas im Prinzip machen. Man braucht ja nur diese Kaktusbrühe machen und kannst sie dann schon tame. Ich würde das gerne mal probieren wollen, aber ich glaube, das schaffe ich in der Zeit fast nicht. Nicht, dass mir die Drachen sterben. Weil ich brauche ganz viele weibliche Mantis, weil Mantis-Eier sind die Kibbel für Steingolems. Und ja, deshalb, da hätte ich ganz gerne ganz viele Eier von. Und die würde ich dann da irgendwo da an die Seite stellen. Können von mir aus auch alle Level 4 sein oder so, das ist mir eigentlich egal. Und falls ihr euch wundert, dass in letzter Zeit so viele Mods geupdatet werden, das ist mir jetzt zumindest aufgefallen. Das ist, weil Ark dieses Death Kit öffentlich gemacht hat. Das ist dieses, so gesehen, glaube ich, so eine Art Vorlage für, ja, für alle Sachen in Ark. Und die haben das jetzt öffentlich gemacht und die Mods können sich halt an diesem Death Kit da orientieren. Was da alles neu ist bei Scorched Earth zum Beispiel und können da so ein bisschen dran rumfummeln, so habe ich das verstanden. Von daher wird es wahrscheinlich ziemlich viele Mod-Updates und sowas in nächster Zeit geben, weil die alles an Scorched Earth jetzt öffentlich gemacht haben. So. Das so als kurze Erklärung, was ich so verstanden habe. Da würde ich sagen, komme ich wieder, wenn die beiden Drachen schlüpfen und dann, wenn ich imprinten muss, dann werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit zwischendurch Mantis ranholen. Ist das eine Idee? Das ist echt eine gute Idee. So, dann bis gleich. Gleich soweit, Leute. Ein schwarzer Feuerdrache! Ja! Oh Gott, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen laut wahrscheinlich. Oh nein, wie geil ist das denn? Mich, 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 mich. Du kriegst einfach 8 rein, du kriegst 8 rein. Oh, du kannst nur 7 tragen. Du kriegst trotzdem 8 rein. Kannst du jetzt 8 tragen? Dankeschön. Oh mein Gott. So, hier hinten habe ich Salz drin. Zack, zack. Krieg halt beide 50 rein. Ich habe eben mehr als genug. Da. Du kannst auch nur 8 tragen. Verdammt! Du kannst 13 tragen. Warum bist du so viel stärker? Komm, nimm. Oh mein Gott, Leute. Das. Oh Gott, das wäre neue Lieblingsdrache. Wandern deaktivieren. Wandern deaktivieren. Oh Gott, der sieht so cool aus. Der sieht so cool aus. Oh Mann. Ach Gott, still. Ah, warte. Übrigens, ich habe was Neues gelernt. Man kann mit 0. Ja, mit 0 auf der Dings-Tastatur da kannst du die Wanderdistanz runterstellen. Es war mir auch neu, wusste ich auch nicht.
Mach ich beide auf niedrigste. Kommt mal ein bisschen her. Sogar der Giftdrache sieht halt echt cool aus, Mann. Oh Gott, du bist einfach der Schönste. Oh Mann, ich freue mich so. Wie so ein kleines Kind, ey. Heftig. Oh Mann. Wie cool ist das? Und wie viel Glück kann man haben, ey? Erstmal dieses Ei halt in der Aufnahme zu finden. Ich suche die ganze Zeit Eier, finde nur Scheiße. Mache ich eine Aufnahme, finde so ein gutes Ei. Und das ist auch noch ein schwarzer Drache. Heftig, Mann. Oh Mann, ich muss bloß auf die aufpassen, aber die haben echt genug Milch erstmal drin. Zuneigung in 9 Minuten. In 9 Minuten schaffe ich es da, einen Mantis zu tamen. Ich denke. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich würde sagen, ich probiere es einfach. So Leute, wir treffen uns gleich beim Mantis. Leute, Level 8 Mantis gesichtet. Stirb. Stirb. So, jetzt kommt der Moment. Ah, der ist aggro, oder? Ah, du bist doch doof. Hör auf. So. Ich habe auch Insektenschutz mit, zur Not. Ah, ich werde es jetzt so probieren. Hören habe ich auch bei. So. Als ob du immer noch aggro bist. Oder eigentlich zieh noch aggro. Ich hau ihm einfach auch eine rein. Das klingt jetzt falsch, aber. Ein Süppchen. So, immer noch. Guter Mantis. Okay, schlechter Mantis. Böser Mantis. Warum lässt du dich nicht tame? Oder ist das halt diese scheiß Dings noch da? Sind die Korps. Oh Mann, nein, Kind, nicht mal Level. Das ist. Nein! Das ist mein Mantis. Nein, nicht noch mehr. Ich schaffe es nie im Leben, die zu hitten und ihn nicht. Toll! Gut gemacht, ihr scheiß Geier, sterbt! Komm schon, sei Level 8. 88. Ich schaffe es immer, Low-Level-Mantis zu finden, wenn ich ein High-Level will. Denkt ihr, ich schaffe das jetzt? 12! 4! 4! Du bist das, wonach ich immer gesucht habe. Ihr werdet schon Akku gezogen. Okay, das klappt anscheinend nicht mit Kaktussaft. Ich bin nur kurz abgestiegen, da war ich schon. Dann machen wir doch mal Insektenschutz. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich muss gleich wieder zu den Babys. So, darf ich jetzt? Oder bist du immer noch sauer? Ich hab dir nichts getan. Das kann doch gar nicht sein. Warum bist du das? Du bist Level 4, ich würde mich nicht mit mir anlegen. So. Jetzt aber, oder? Oder soll ich dem einfach auch mal. Ich habe das noch nie gemacht. Soll ich dem auch Insektenschutz reinhauen? Kann man gar nicht. Okay. Da hat sich das Thema auch wieder erledigt. Ich lasse dich jetzt hier stehen. Hä? Aber warum habe ich den Effekt nicht? Aua! Was beißt mich denn? Ach, als ob ihr hässlichen Käfer mich jetzt beißt. Ich habe doch so ein Ding genommen. Jetzt auf jeden Fall. Komm her, Mantis, ich brauch dich. Du musst Eier für mich legen. Ja? 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 Ha! Easy Tame. Oh, der hat sogar voll die coole Farbe. Übrigens heißt der Itis. So. Du bleibst da kurz stehen. Und der kommt jetzt mit nach Hause und dann muss ich wahrscheinlich die Dinger, Dingsen, die Babys imprinten.
Prägen. Prägen heißt auf Deutsch, ich komme da nie drauf. Bis gleich. Da sind wir wieder, Itis steht schon in der Ecke. So, und du bist... Du möchtest kuscheln? Oh, ich mag dich jetzt schon. Wie sieht's bei dir aus? 3 Sekunden. Möchte kuscheln. Oh, ihr seid ja so einfache Drachen. Und ich habe wieder 10 Minuten. So, ich gehe wieder auf Mantis Jagd. Und ich habe wieder einen Mantis gefunden. Level 16. Weh, du greifst irgendwas an. Hör auf. Denk gar nicht erst dran. Alter, der Tapijara da oben sieht cool aus. Der ist bestimmt Level 4 oder so ein Scheiß. Oder so. Als. Oh. Und du legst dich wieder mit dem Geier an, oder was? Du bist doch so blöd. Cardo, nein! Hör auf, lass ihn in Ruhe. Den Geier schafft er alleine. Oder? Schaffst ihn doch, oder? Schaffst ihn doch. Dankeschön. Wo gehst du jetzt wieder drauf los? Ganz ruhig, Brudi. Ich hab was für dich. Ein Horn für deinen Popo. Ja. Komm, ich wollte schon sagen, ey, wenn ich den jetzt nicht gefüttert bekomme, dann drehe ich durch. Wo rennst du hin? Bei mir! Okay. Was? Oh Gott, war das überhaupt ein Weibchen? Ich bin so blöd. Ah, das war ein Weibchen. War das erste überhaupt ein Weibchen? Ich hab gar nicht geguckt. Ah doch, ich hatte Mate Boost. Ich hatte Mate Boost. Oh, da hatte ich bis jetzt einfach echt Glück. Huh, okay. Treffen wir uns gleich bei der Base wieder und füttern die Babys wieder. Und wieder in der Base. Was ein Hin und Her hier. Itis 2 steht ja auch schon in der Ecke. Ich bin kreativ in der Namensgebung. Und der Giftdrache will schon wieder geprägt werden. Was willst du? Spazieren gehen. Wie lange brauchst du noch? 5 Sekunden. Dann warte ich mal. Vielleicht wird er auch spazieren gehen. Dann kann ich gleich beide. Was willst du? Wyvernmilch. So, einmal Wyvernmilch in 0. Zack. Du willst spazieren gehen? Komm her, Brudi. Und fertig. Alter, das ist ja richtig einfach heute. Was geht hier? Eigentlich, ich habe das meiste, dass ich über die halbe Map mit denen spazieren muss. Ja, komm her. So. Stell ich den da so wieder hin. Und ich würde sagen, ein Itis hole ich noch ran. Und dann haben wir eigentlich echt ordentlich was geschafft. Und nächste Folge sind dann die beiden hier groß. Hier werde ich, also den hier werde ich auf jeden Fall komplett imprinten. Das wird, alles klar, also der wird 100% haben. So. Ich flieg wieder los. Level 16er Itis wurde gesichtet. Da. Hallo, Mr. Itis, Sir. Warum? Ja, du kriegst jetzt auch wieder. Ich habe vorhin übrigens diesen Insektenschutz auf ihn. Ich habe den wieder auf ihn gemacht. Ah. Okay, das erklärt einiges. Er springt dir halt trotzdem an. Warum? Ich würde sagen, ich stelle mal ein bisschen weiter weg und lauf dahin. Rennt er jetzt echt hierher? Nein, tut er nicht. Der will den Geier. Hör doch auf damit. Warum legt ihr euch denn immer mit Geiern an? Warum damit so vielen? Was soll ich tun? Ich hab normale Pfeile, aber ich treffe die nie, oder? Ich denke nicht. Warum tust du das? Mantis, warum tut ihr das, ihr Geier? Dummer Geier. Dummer Geier. Immer noch dummer Geier. Ha! Wrecked. So. Ja. Der Mantis war wohl nichts. Hm. Es fällt noch einer? Da war gerade noch einer, oder? 32 ist ein bisschen hoch. Ich glaube, den kriege ich nicht mit einem Horn. Ich werde so wenig Hörner wie möglich verschwenden. Dann lass mich mal noch weiter suchen. Da hätte ich nicht abbrechen brauchen, weil direkt 1 Meter weiter war noch einer, der ist Level 8. Ist das Weibchen?
Das ist ein Männchen. Das ist ein Weibchen. Das ist ein Männchen. Lauf ich da? Ich weiß nicht. Der zieht bestimmt dann Aggro und dann habe ich da. Das wird schon wieder kritisch. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wenn ich den kille, dann ziehe ich, glaube ich, Akku von dem anderen. Ich werde es einfach so machen. Aber dann greift ja wahrscheinlich der andere meinen an und dann wird das schon wieder alles ein bisschen ekelhaftig. YOLO, oder? YOLO? YOLO. Hallo, Itis. Komm mit. Der wird schon angegriffen. Geh weg! Huhu, keine Chance. So. Und damit habe ich doch einen. Woo! So Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Und erstmal danke dafür, dass ihr letztes Mal auch so fleißig geliked habt und sowas. Da macht ihr mir echte Freude mit. So, dann sehen wir uns hoffentlich, dass ihr seht mich gar nicht. Das nächste Mal wieder. Und dann sage ich Tschüss.